Nichtsahnend sitzt Timo Evans vergangenen Donnerstag in einer Videokonferenz mit Parteikollegen. Da klingelt das Telefon des Kasseler FDP-Kommunalpolitikers. Die Nummer unterdrückt. Ich habe das abgehoben, bin drangegangen und dann wurde auch sofort losgelegt mit Beschimpfung, Beleidigung. Arschloch, Hurensohn, wir wissen, wo du wohnst, wir bringen dich um, ich bring dich um. Dann habe ich halt wirklich nachgehakt und es spielt keine Rolle, wer hier ist. Ich bring dich um, pass auf, wir wissen ganz genau, wo du wohnst. Der Anruf dauert keine 20 Sekunden. Timo Evans erstattet sofort Anzeige bei der Polizei. Am nächsten Tag schaltet sich sogar der Staatsschutz ein, da ein politisches Motiv nicht auszuschließen ist. Die Morddrohung setzt dem Kommunalpolitiker zu. Es gibt einem dieses wirklich, dass man verletzlich ist, dieses Bewusstsein dafür, dass man wirklich angreifbar ist und es macht einem auch wirklich Angst. Ich habe Zwillinge zu Hause im Alter von 3 Monaten und dann macht es noch mal mehr mit einem. Es geht einem wirklich dann ans Herz und man denkt sich, okay, wenn ich jetzt das Haus verlasse, wer ist bei meinen Kindern, wer schützt meine Kinder, wer schützt meine Frau, wer schützt meine Familie? Als Politiker hat er schon Anfeindungen erlebt, meistens gegen sein markantes Erscheinungsbild. Das hat ihn nicht sonderlich gestört. Ich finde, dass diese Qualität, diese persönliche Ansprache am Telefon oder eine Zuschrift, sowas finde ich viel, viel bedrohlicher, weil man ist es leider muss man sagen, aus den sozialen Medien gewöhnt, dass die Leute angegriffen oder beleidigt werden. Morddrohungen gegen hessische Politiker sind kein Einzelfall. Janine Wissler von den Linken erhält vergangenes Jahr Droh-E-Mails, vermutlich von einem Rechtsextremisten. 2015 droht offenbar ebenfalls ein Rechtsextremist in einem Schreiben dem ehemaligen hessischen Landrat Erich Pieper mit dem Tod, nennt sogar ein Datum. Nur 2 Beispiele. Wie verhält man sich aber richtig, wenn man selbst Morddrohungen erhält? Der erste Schritt ist allerdings, die Polizei anzurufen, mit den Kollegen die weiteren Maßnahmen absprechen. Bis dahin gilt es, diese Beweismittel zu sichern, das heißt den Brief aufheben, nicht in viele Hände geben, zur Seite legen. Die E-Mail sichern, so gut es geht, und wenn es ein Screenshot ist. Wenn es ein Anruf ist, der eingeht, dann sich aufschreiben, Notizen machen, war es ein Mann, war es eine Frau, wie alt etwa, was hat er gesagt, sind da Auffälligkeiten dabei. Das wäre der zweite Schritt. Timo Evans wird vom Staatsschutz beraten zum Eigenschutz und Schutz seines Hauses. Auch er selbst ist jetzt vorsichtiger. Die ersten Tage danach hat man sich deutlich unwohler gefühlt, hat sich mehr umgeschaut. Mit ein bisschen mehr Distanz zu dem Vorfall wird man auch wieder ein bisschen sicherer an der frischen Luft. Die Polizei ermittelt, nimmt die Morddrohungen ernst. Einen Tatverdächtigen hat sie noch nicht. Timo Evans will sich von dem Vorfall nicht einschüchtern lassen, aus der Politik zurückziehen. Für ihn keine Option. Meine Frau sagt, um Gottes Willen, mach das alles weiter. Meine Mutter und meine Großmutter, die haben eher gesagt, ja, sicher, dass das Richtige ist mit der Politik, wenn jetzt dann sowas kommt. Ich habe aber gesagt, nein, ich möchte das gerne weitermachen und auch so energisch weitermachen, wie ich es bisher getan habe. Und mir macht das Spaß und macht das gerne und deswegen lasse ich mich da nicht einschränken. Denn, so sagt Timo Evans, würde er sich von so etwas einschüchtern lassen, wäre er in der Politik wohl fehl am Platze.